Ja, hallo, wie ich versprochen habe, geht's heute zum Oberhof. Da bin ich ja gerade am Oberhof. Nein, wir fahren ja zum Moviepark. Nur, ich wollte eigentlich ein paar neue Fahrgäste mit dazu einstellen, aber irgendwie wird es wahrscheinlich heute doch eine ruhige Linie. Um 14 Uhr wollen wohl nicht so viele hin, aber gut. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn halt fast niemand mehr einsteigt, aber Hauptsache, ihr dürft endlich mal den Moviepark sehen, zu dem ich noch nie gekommen bin. Wie ihr schon hier seht, da ist wieder ein neuer Spezialbus. Dieser Bus hier verfügt über Außenschwenktüren. Und ist auch von innen schön, wie man schon erkennen kann, halt ein Überlandbus. Mit den schönen Sitzen, damit auch ja schön gut bequem hier ist. Können hier viele rein. Nur leider werden wahrscheinlich nur heute so um die 5 einsteigen. Aber gut, wir werden mal sehen. Was ich auf jeden Fall vergessen habe, ist natürlich mal wieder die Linie. Heute die 188.00. Route 1, glaube ich, war es. Route 2. Moviepark Germany. Gleich wollten wir. So, die Pfeile leiche ich heute mal aus. Da ist eigentlich eben nur eine ziemlich gerade Strecke. Ich werde euch mal ein bisschen was da zeigen. Wir werden eine halbe Linie, sind manchmal gefahren auf der Linie 253. Da kommt mal eine Ecke vorbei. Ansonsten möchte ich euch mal gerne zeigen, wie gut ich doch so ein paar Linien auswendig kann. Aber wenn ihr halt eben unbedingt sagt, wir wollen unbedingt gerne wissen, wo noch andere Linien langfahren, vielleicht hier blicken wir ein paar Pfeile, dann schreibt mir einfach, dann kann ich das auch wieder anmachen. So, da jetzt gerade hier bei uns in Deutschland auch wunderschön Sonnenscheinwetter ist, beschließe ich einfach heute durch das normale Wetter mit blauen Wolken zu lassen. Aber dafür ein bisschen Turbo anmachen hier. Also Klima. Und natürlich mein Fenster. Ich habe ein bisschen Erfrischung. Wir auch hier ein paar Fenster aufmachen. Nämlich gerade im Bus 25 Grad drinnen. Bisschen mittelwarm, finde ich. So, Dachlu. Klar auch. Man hört ein Geräusch, wie ich eine Taste, aber ich gebe keine. Na gut, okay. Nein. Es gibt ältere Modelle, da drückt man auf E, um den Motor zu starten und M, um dann den Motor zu starten. Also E für die Elektrik anzuschalten und M für Motor. Nur die neueren Modelle, die haben das nicht mehr, weil man sich meint, als Motor wird in derselben Funktion eigentlich die Elektrik anschalten und die Motor, deswegen haben die vielleicht gesagt, na gut, dann machen wir halt alles auf eine Taste. Aber da man ja erstmal die Elektrik anschalten muss, bevor Motor anmachen kann, wird halt eben der Knopf E benutzt und nicht mehr der Knopf M. Auf Knopf M geht alles wieder in die andere Richtung, also Motor aus, Elektro aus. Und da bin ich halt eben auf dem M-Knopf gedrückt, also ich sehe aus, da auf dem E-Knopf. Bisschen Musik machen hier mit der Druckluft, das macht Spaß. Und natürlich habe ich schon wieder eine Minute Verspätung. Man kriegt immer eine Minute hier in Oberhof, wenn man abfährt. Hier am Oberhof enden nur die Linie 188 und die 189. Die 189 ist die Weiterschaltung von der 188. Wenn man wieder am Oberhof ankommt, dann fährt man nicht wieder zurück zum Moviepark, sondern in die andere Richtung, nach rechts, dann zum Stadion von Gladbeck.
wenn man halt wieder abfährt und am Oberhof ankommt, dann schaltet sich die Linie hier wieder auf die 188 und fährt dann wieder zum Moviepark, wo die Anschlusslinie ist. Und die 189 hat zwar nur Haltestellen und die habe ich auch mal angefahren, wie ich noch kein Mikrofon hatte, mit dem Schweigen. Aber da ich noch leider noch keine Einstellung habe, muss ich noch mal welche der Einstellungen auch betrifft. Ich meine, ich hätte eigentlich mal mehr Fahrgäste eingeschaltet, aber irgendwie will das hier wohl doch. Aber ich will im Dezember haben wir es perfekt. Ich stelle euch ja hier auch einen Pulsar vor. Original und treu, die das sind. Nein, gleich für die anderen. Da ist für euch. Mache ich extra noch mal ein paar Videos, weil ich diesen Monat glaube ich nicht mehr schaffe. Ich bin ab nächster Woche für 2 Wochen leider nicht mehr in Deutschland. Ich muss nach Frankreich fahren. Ich bin eigentlich einer, der nicht mehr in Deutschland ist, deswegen fahre ich lieber noch mal ein Klappdeck in Deutschland. Ich gehe irgendwann auch noch 3 andere Länder. London gibt es noch in Eton und ich kenne noch ein Wien Eton. Kennt man dann in Österreich dann wieder in Gangbuch oder Solobus. Finde ich ganz toll. In Wien gibt es eben auch die Straßenbahn, die man fahren kann. Die kann man dann auch hier im Klappwerk dann mit einbinden, sobald mit dem Test abfahren. So, welche Haltestelle ist wieder bei uns? Ich vergesse es immer wieder. Nein, hier ist die 250. Ja. Dann ist er hier vorne, aber hier will wohl niemand mit. Dran. Ja. Hölderlinstraße heißt die Haltestelle. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Gehört haben. Hier will aber echt jemand, oder? Jawoll. Hallo. Hallo. Vom Moviepark kommt eine kleine Überraschung. Aus der Haltestelle Nordpark. So, da rechts geht es mit der Linie 257 zum Tunnelstraße. Die fängt auch am Oberhof an, nicht genau wie, und die andere Linie wäre dann auch die 255, die haben beide auch den Kurs, wo die ständig untereinander wechseln, die 255 fährt vom Oberhof dann nach Gelsenkirchenbauer Rathaus. Die verbinden, da ich quasi die Strecke, die dann Gladbeck und
gelben Kirchen miteinander verbindet. Weil ja von überall dann seine Gegenwehr anfahren. Nächste Haltestelle. Gladbeck West. Und ich habe über 300 Meter. Die kriege ich aber hinten später angeholt, wenn ich dann auf den Platz fahre. Natürlich wieder meine Zeitfleisch verwendet hier. Nächste Haltestelle. Schuldwiese. Schuldwiese. Nein, die rieche ich nicht nach Schuld, sondern Schuld rein. Echt sicher ab. Ja, das passt eher. Keine Sorge, bin ich immer noch im Fahrplan drin, aber keine Haltestelle überfahren. Solange oben im roten Ding die Haltestellen weiterschalten, bin ich auch bei dir drauf. Und ich die auch mit dem wieder einholen kann. Wir fahren jetzt mit einem Aldi vorbei. Natürlich nicht der Aldi Süd, sondern Aldi Nord. Gerade ist gerade mit düster Geschwindigkeit auf der leeren Straße lang. Ah, da hat sich jemand gesessen. Toll. Kann man auch hinsetzen, wenn man 3 Minuten Verbindung schon hat. Hallo Busfahrer. Jetzt geht's endlich mal erstmal längere Zeit die Straße geradeaus und dann würde ich mir vor der Schuldenbrücke links abbiegen. Die Tour dort halt noch nur 3 Minuten, weil es völlig direkt, wo man nur an einigen Stellen wissen sollte, was man abbiegen muss. Dann kann man ja auch schon fahren. Ich mache noch viel mehr Spaß, Busfahrer zu fahren, wenn man auch wirklich die Runden auswendig hat. Weil niemand hat in echt irgendwo auf der Karte hier irgendwelche Pfeile hängen. Pfeile hier, niemand hat die Pfeile, die da jetzt reinkommen. Ich habe hier 3,5. Das geht doch nicht. Da habe ich überhaupt hier 60 fahren. Alle Fahrgäste, die mitfahren wollen, hier. Und bei Oma sind wir da und ich habe zu spät gebremst. Naja, bei 60. Ich
Genau, nett, und machen die Klingen runter hier. Hallo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Gleich 60, 10, 40 und... Dankeschön. Warum haben die hier 60? Illegal ist anders da. Die kann ich nicht treffen. Und ich verblabber mich. Ich sollte auch wieder lieber losfahren. Bei 4 Minuten. Na, warte. Sie möchten nur Reichigkeit nicht finden. Der Spiegel hat nicht funktioniert. Da gibt es immer wieder ein Standbild und natürlich geht es immer kurz mit Zeit. Nicht alle funktionieren haargenau gleich. Hier ist die Endhaltestelle Dächtnisstraße, wo wir angefangen haben, als ich 253. Weil ich auch noch dran erinnern könnte. Immer noch in der Linie verlaufen. Ich weiß doch ganz genau, wo ich mich befindet. Hier ist die eine Haltestelle, die wir mal nicht anfangen müssen, den Beisenbus. Nächste Haltestelle, Kuhberg. So, jetzt fahren wir mal weg über nach hier, aus Feld hinaus. Ich habe sogar nur noch 2,7 haben. Jetzt fahren wir nach rechts. Gerade auch in den Sackgeist, wie ihr sehen könnt. Also für den PC in den Sackgeist. Hier halt dann muss man mal aufpassen, wenn man abbiegt, manchmal nicht gleich sieht am Ende. Diesen Spiel macht übrigens nicht aus, ob da hinten ein Moviepark ist, wo andauernd viel Besuch ist. Also da hinten ist eigentlich null. Eigentlich würden hier sehr viele Kinder mit Eltern herumfahren, aber ich halt eben so einen Omni-Simulator und ich einfach nur für uns als Spieler eine Attraktion in der Park, weil im Park ja noch nichts zu sehen hier an. Die Umrandung von Moviepark gemacht, aber ich werde euch gleich mal ein Winkel von Luftbild zeigen und dann ja mal dazu das Bild aus. Das war jetzt zu spät. Weil ich habe noch die Fackeln gesagt, ich sollte nicht mehr fahren. Und du hast einen Sieg abgegeben. Der Druck
Nein! Keiner will raus. Die Anlagen haben gerade gesponnen, deswegen konnte ich mich gerade nicht von sehen. Ja, das war die Endhaltestellenanlage. Da wird nochmal ein bisschen Informationen über den Moviepark gegeben, wenn man ankommt. So, dann mach ich mal hier die Klappe zu. Regenparty fertig. Oder machen wir aus. Gut. So. Was zu tun hat, ob wir jetzt aussteigen würden aus dem. Die Tür geht über die durch die Schlange. Aha, und selbst wenn geht die nicht ganz auf. Wie ist denn das bei uns? Ich gehe doch eigentlich über Landbusse mit den Türen auch. Wie geht denn da die Tür auf? Das ist ein bisschen seltsam hier. Da habe ich noch nie gesehen. Durch die Stange und selbst wenn jetzt nicht durch die Stange geht, ich komme hier nicht zur Natur raus. Gut. Muss da hinten aussteigen. Ja, das war die Fahrt im Moviepark. Zum Moviepark. Aber keine Sorge jetzt, wenn ihr denkt, wir würden uns nur den Bus angucken. Nein. Da ist der Moviepark. Ich habe leider jetzt die Kamera vom Bus drin, aber man kann mal was sehen hier. Also links ist die große graue Fläche dafür die Busse, wie ich gesehen habe. Und hier ist dann der Parkplatz. Wie man auch hier erkennen kann, hier sind Schranken. Das finde ich eigentlich ziemlich toll. Und was ich sogar toll ist, die haben auf ihrer Map hier eine kleine Disco. Hier ist der Wasserbrunnen, nur ganz einfach gemacht. Und das andere, hier haben die mal ein bisschen versucht, eine Achterbahn hinzukriegen. Hat aber gescheitert. Sind nur ein paar Gleise. Dann haben wir hier einen Tower.
irgendwo mittendrin und dann steht eine weiße, schwarze Kugel. Ein kleiner Weg, Kletterweg irgendwie. Mit verwilderten Zäunen. Einige waschfieligen Bäume. Aber ist toll, diese Stelle möchte ich euch mal angucken, Google Earth. Die gibt es genauso. Der Dreieck, die Fläche, einfach. Das einige, was es nicht gibt, ist eigentlich, halt eben, dass der Bus da reinfährt. Der fährt eigentlich da auf der Straße einfach geradeaus weiter. Weil ich eigentlich ein kleiner Luxus, dass der Bus hier hinfährt. Da ich eigentlich eine Tönemelodie, die dahin gemacht haben. Eigentlich fällt dir dann eigentlich auch ein Klick 2, dann fahre ich das perfekte Moviepark mit dem Klick 2. Aber ich fahre auch ein bisschen gerne mit anderen Bussen hier hin. Ja, und wenn euch das Video halt gefallen hat, dann geht mal, sagt mal einen Daumen nach oben hier. Wenn euch freut, dass, wenn ihr auch sagt, ihr mögt den Moviepark und wart mal dort gewesen, könnt ihr mir mal sagen. Einen Kommentar schreiben, ob das wirklich stimmt, wie es hier aussieht. Würde mich auch sehr freuen, ob ihr meine Meinung seid, da ich das hier ziemlich gut nachempfunden habe. Dann sagt mir einfach mal Bescheid in den Kommentaren und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dazu sagt, wie diesen Ort am Moviepark. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wenn ihr einen Ort von Gladbeck kennt, so von Gladbeck, Recklinghausen, Waldrop, Gelsenkirchen, Gladbeck, Essen, Dortmund, Datteln, Herne, sagt mir Bescheid und vielleicht kann ich mal mit, können wir mal ein Glück gemeinsam in der Linie dorthin fahren. Informiert euch im Internet unter Gladbeck. Mal schauen, ich könnt ihr dann was finden. So, ich verabschiede mich dann hier mit mal. Ich hoffe, euch hat auch der, nicht nur der Moviepark gefallen, sondern auch der neue Bus hier mit den Schwenktüren nach außen. Hat lange gebraucht, bis ich den bekommen habe. Und ich finde eigentlich mal was anderes als eine neue Tür nach innen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich kommen wir bald. Tschüss.